Ja, klar, der eigentlich kann der schon was aushalten. Ethan! Du lebst! Auch ohne Herz. Ein herzloser Ethan. Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Komme ich hierher? Oh, oh Gott, ist das kalt! Scheiße, mein Körper! Du bist so dumm. Ist das? Evelyn? Das ist Evelyn. Wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest. Erinnere dich. Naja. Vor 3 Jahren bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose, mit mir, ich. Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Deine Familie nie wiedersehen. What the fuck? Familie? Familie? Nein, nein. Rose. Ich muss meine Tochter retten. Du bist schon lange tot. Tot. Rose, nein! Okay. Krass. Alter Verwalter. Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Hä? Duke,
Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ach, das geht noch. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Okay. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Okay. Oh yeah. Können wir ein bisschen was einsammeln? So, ab zum Zeremonienplatz. Haben nicht mehr viel Zeit. Lasst mich in Ruhe. Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen was. Aber dafür nehmen wir einfach die normale Waffe. Genau, einfach immer weiter, immer weiter. Ah, meine Eva, meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva, bist du es? Nein, das ist Rose. Ah, ich habe dich so vermisst. Was? Meine Kräfte verlassen mich. Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Gib's her, das ist meins. Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Hau ab. Ich nehme, was mir zusteht. Nein! Mein Wunsch wird sich erfüllen! Rose ist mein! Ach du Scheiße! Ja, du sagst es. Und jetzt geht's ab. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyceten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen. Kleine Rose, bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar, wenn du weißt, was es bedeutet, dein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann?
Verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht dein. Der Megamycet hat mich aus der Verzweiflung gerettet. Mir unsagbare Macht verliehen. Oh, großer Megamycet! Erhöre mein Gebet! Da müssen jetzt alle schwarz-weiß. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die überlässt. Schlaf jetzt. Der Teufel wird. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereile, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Und ist ja alles Stand? Warum stirbst du nicht? Still. Hallo? Wow. Oh Gott. Warum mischst du dich ein? Aua. So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter. Du krankes Mädchen. Wow. Okay, warte mal. Wir brauchen was. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt. Mama, haben wir noch was Gutes? Was richtig Nices? Mama, wir nehmen mal... Ja, geil. Blindenmunition, warum wir nehmen, warte. Niemand macht mir meine großartigen Pläne kaputt. Oh Mann. Du Narr! Sterb doch jetzt mal! Alter! Das ist dein Ende, Ethan Winters! Nix, da. Nur um wirklich sicher zu gehen. Dein Ende in der Art. So. Du blöde Kuh. Hirb! Meine Tochter! Meine Eva! Alter Falter! Oh, Rose! Was der Rose. Was der Duke uns wohl für dich gibt? Nein, was? Alles gut, Rose. Alles gut. Oh nein. Fuck. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan. Wir müssen los. Ui, 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 ui. Oha. Ach du liebes bisschen. Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia. Mia.
Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey! Hey! Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Oh Mann. Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Krass. Der opfert sich jetzt. Weil er eh schon tot ist. Alter Verwalter. Ja klar, deswegen konnte er auch so viel wegstecken. Und hat wieder Hände dran machen können oder an den Arm. Boom. Oh Mann. Rose. Los, los, bring uns hier raus. Warte. Ethan! Tja. Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris. Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss. Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Oha. Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Mann, oh Mann, oh Mann. Krass. Village, liebe Leute. Hammer. Es ist durch. Alter Verwalter, es ist geschafft. So, ich mach mal ganz kurz leise. Ich habe mir schon sagen lassen, dass noch was kommen soll. Deswegen machen wir es nur ein bisschen leiser. Ja, hammer, hammer hart, ey. Das war Resident Evil 8. Ich fand's cool. Ich fand's echt cool, ja. Gut. Der Heisenberg-Abschnitt in der Fabrik war ein bisschen lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben sie mir ein bisschen zu sehr ausgeweitet. Das hätte ein bisschen mehr angeglichen werden sollen, ja.
Also dagegen waren ja manche Parts wirklich sehr, sehr kurz, ne? Das mit dem Fisch jetzt, mit dem Buckling, das war ja im Prinzip, das hast du so im, so nebenbei mal gemacht, ne? Dann genauso wie, wie das Puppenhaus, war ja auch nicht so lang, ne? Da hast du dich vielleicht, lass mal eine Stunde gewesen sein, vielleicht ein bisschen mehr, ja? Oder anderthalb vielleicht, weiß jetzt nicht, ja? Genauso wie, ja gut, Schloss war auch noch, hat auch noch eine gewisse Länge gehabt. War aber cool, also Schloss war vom Setting ganz nice. Wobei ich, wie gesagt, rein von den Settings oder rein jetzt vom krassen Feeling fand ich jetzt das Puppenhaus am besten, ganz ehrlich. Die hatten die anderen Parts länger machen sollen, ja. Vor allem das Schloss und den Fisch. Das auf jeden Fall, ja. Beim Schloss, finde ich, haben sie sogar ein bisschen Potenzial vergeben. Das hätten sie noch. Die Dimitrescu. Moment. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief: Rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Oha! Okay. Kann aber sein, dass noch was kommt. Ich glaube jetzt nicht, dass das war. Ja, definitiv. Die hätten die Parts ein bisschen angleichen müssen. Das auf jeden Fall. Dass jetzt der Abschnitt mit Chris Redfield viel Ballerei war, hat mich persönlich nicht gestört. Ich fand's gut. Ja. Ich meine, klar, ich weiß, dass bei Resident Evil viele Leute mit, also im Prinzip alle Fans unter einen Hut bringen wollen, ne? Quasi die Leute, die mehr so auf den Action stehen, genauso die, wo sagen, ja, der Horror-Aspekt muss ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ich würde sagen, die Hausaufgaben haben sie wieder ganz gut gemacht, wobei, wie gesagt, die haben es gezeigt im Puppenhaus. Dieser psychologische Horror, der war so mega gut. Den hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Tatsächlich, ich bin da wieder auf der Seite mehr von den Horrorleuten. Aber trotzdem, es war für mich jetzt, ich fand es jetzt kein schlechtes Resident Evil. Definitiv nicht, ne? Also ich fand, es hat Spaß gemacht, ja? Es hatte echt seine Momente. Es ist natürlich wieder Hollywood-like inszeniert, ja? Es hat, was den siebten Teil geht, ordentlich nochmal eine Schippe draufgelegt, würde ich sagen. Wobei, ey, nichts gegen das Baker-Haus, das war mega. Da jetzt natürlich nochmal diesen Sprung zu machen, da zu sagen, du warst eigentlich schon tot, ne? Klar, wir haben uns auch gefragt, Ethan hält verdammt viel aus. Der hat schon damals, hat er mit der Kettensäge den Arm abrasiert bekommen. Ja. Und auf einmal hat er sich wieder angetackert, alles wieder gut. Er konnte die Hand wieder benutzen. Ja. Und hat noch weitere Sachen einstecken müssen. Ja. Und so weiter und so fort. Also hat er damals schon quasi das Genick gebrochen bekommen, wie der Baker ihm dann quasi den Fuß ins Gesicht getreten hatte. Und ab da war er anscheinend schon tot. Und hat dann aber auch irgendwie dann durch diesen Pilz eventuell das Leben erlangt. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ja. Ja, Ethan ist jetzt als Hauptprotagonist weg. Jetzt kann die Mia kann jetzt ran. Die Mia und Rose. Rose kommt dann, wenn sie als Jugendliche will sie ihren Vater rächen dann. Könnte ich mir gut vorstellen. Mal gucken, vielleicht kommt jetzt noch was am Schluss. Ich will es aber auch nicht unbedingt
jetzt unbedingt ausdingsen. Könnte ich es überhaupt überspringen? Ja, wir könnten es überspringen. Ah, ich lasse es aber mal, ne? Nicht das. Oder soll man es überspringen? Ich weiß es nicht. Ah, ich denke, das wird gleich kommen. Nee, aber ich fand's gut. Ich fand's gut, ja. Und der Duke, auch ein sympathischer Guy, auf jeden Fall. Bin mal gespannt. Jetzt, ähnlich wie bei Resident Evil 7, hat man jetzt ja auch wieder Punkte und so weiter gesammelt, die man wieder einsetzen kann für den zweiten Durchlauf, ne? Also quasi, dass man jetzt Sachen freischalten kann. Ja, ich weiß nicht, der Durchlauf war jetzt... Ja, ich habe sicherlich einiges übersehen und so weiter und so fort. Ne, ich habe jetzt nicht jeden Raum, der rot war, noch blau gemacht oder sowas. Da sind bestimmt noch unentdeckte Sachen geblieben. Aber vielleicht reicht es ein paar Punkte, dass man da vielleicht irgendwie eine Waffe noch ausrüsten kann oder auf unendlich Munition. Das finde ich ja meistens ganz nice für so einen zweiten Durchgang, dass man sich wenigstens darum keine Krawatte mehr machen muss. Ja, wegen der Munition und so weiter. Wobei, zwar jetzt hier kein Problem. Wobei ich auch sagen muss, ich habe das Ganze im leichten Schwierigkeitsmodus gemacht, weil mir ging es jetzt einfach im Stream jetzt um die Story. Ja, die Story war jetzt für mich im Vordergrund, ne? Und ja, jetzt haben wir über 6 Stunden, jetzt haben wir 6 Stunden 20, haben wir jetzt gestreamt. Haben wir es durchgewuppt bekommen. Ich bin ja jetzt gleich auf die Zeit gespannt. Ich würde sagen, ich hatte ja schon so um die 7 Stunden und ein paar zerquetschte auf dem Tacho. Also haben wir so ein bisschen was über 13 Stunden tatsächlich gebraucht, ja. Ja, naja, gut. So ist es. So, ach ja, aber wie gesagt, also ich bereue es nicht, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass ich bei dem Spiel vielleicht noch einen zweiten Durchgang mache, mal gucken, aber wie gesagt, das hat mich nicht enttäuscht, das mal vorneweg, um mich nochmal zu wiederholen, ich fand's gut. Es war jetzt nicht für mich das beste Spiel überhaupt, das ich gespielt habe. Bestes Resident Evil, boah. Schwer zu sagen. Weil die früheren Teile, der zweite war schon geil. Warte mal, jetzt gucken wir mal, ob noch was kommt. Bin ich mal noch gespannt. Ob noch irgendwas kommt. Tatsächlich. Das ist Rose. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Na, doch nicht. Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Nein, das ist Jill Valentine, oder? Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal an. Okay, jetzt sind wir mal gespannt. Hä? War das jetzt Rose? Nein, Rose war das nicht. Das war jetzt nicht Mia, wo im Dings. Die geht zu dem Grab ihres Vaters, Ethan. Genau, das ist die Tochter. Hi, Dad. Oh Gott, es ist Rose. Geil. Alles Gute. Oh, schön. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Scheiße, ich wusste's. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Ah ja. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komme klar.
Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Hä? Ist es Wesker? Nein. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Ui, toll. Dachte eben schon, mein OBS buggt rum. Aber. Es war Twitch. Twitch hat rumgespackt. Gerade am Schluss. Naja. The father's story is now down. Hier endet die Geschichte des Vaters. Alright, okay, krass. Guter Vater, okay. 12 Stunden, okay, Abschlusszeit. 12 Stunden, 2 Minuten und 18 Sekunden, okay. Aber doch, okay, das ist ja in Ordnung.